Gernot! Hey! Gernot! 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 Hallo, hallo! Hallo, bitte hierher kommen! Hey, Aldi aus dem Zelt! Hierher! Aldi! Damit ihr meine göttliche Präsenz mitbekommt. So. Liebe deutsche Bundesregierung, ich glaube echt, mein Schwein pfeift. Ich habe so die Schnauze voll. Die momentane Politik ist eine Schande für Deutschland, für Europa und die Welt. Die USA macht wieder Geschäfte mit Faschisten in Europa und die deutsche Bundesregierung hofiert die Faschisten und deren Kollaborateure in Übersee. Wieso? Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass Millionen Deutsche und die Kanzlerin abgehört werden und nichts passiert? Ich glaube, ich habe Angst vor der Antwort. Ich bekomme Angst. Angst vor der Regierung, die dieses Volk vertreten sollte. In welchem Auftrag trefft ihr all diese Entscheidungen? TTIP, TISA, Ukraine, Auslandseinsätze, Waffenexporte und eure ganzen weiteren verlogenen Scheiß. Entschuldigung, aber das passiert nicht im Namen der Bürger dieses Landes. In der Ukraine sterben Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen. Ich lese was von Streubomben, lese Berichte über Odessa und noch viel mehr. Ich vertraue euch nicht mehr. Ich möchte nicht einen Cent meiner Steuern mehr in eure Kriege investieren. Wovor habt ihr solche Angst? Zu enden wie JFK, Herrhausen, Barschel, Rohwedder und viele weitere. Tut endlich was für eure Wähler, eure Souveränität und ihr habt 80 Millionen Bodyguards hinter euch. Liebe Banken und liebe Regierungen dieser Welt, geht es euch noch gut? Moment, scheiß Wind. Geht es euch noch gut? Ihr müsst doch spätestens in den letzten 100 Jahren mitbekommen haben, dass das System, welches ihr euch hier für diesen Planeten und uns Menschen ausgedacht habt, nicht funktioniert. Zumindest nicht für eine Mehrheit auf unserer Erde. Applaus 95% der Menschheit geht es schlechter als uns hier. Alleine das schon sollte Grund genug sein, dieses System in Frage zu stellen. Aber dieser Zustand ist noch nicht mal das Schlimmste. Es kommt noch viel dicker. Alle Banker und alle Regierungen wissen, dass die Staatsschulden niemals, ich wiederhole gerne, niemals zurückgezahlt werden können. Fragt ehrliche Mathematiker, ehrliche Ökonomen und alle werden euch dieselbe Antwort geben. Durch exponentielles Wachstum sind die Schulden so groß, dass Länder Grund und Boden, eigene Betriebe und anderen Staatsbesitz an Banken verlieren, weil sie ihre Raten nicht mehr bedienen können. Raten aus Fiat-Money-Krediten. Banken leihen Staaten Einsen und Nullen und bekommen am Ende ganze Länder. Das konnte man lange als Normalbürger nicht durchschauen. Das ist erst jetzt möglich aufgrund des Informationszeitalters. Nun aber sind das Wissen und das daraus resultierende Bewusstsein sowie deren Auswirkungen nicht mehr so leicht zu kontrollieren wie über hunderte von Jahren. Und was glaubt ihr? Schauen die Bürger der Länder dieser Welt weiterhin tatenlos zu, wenn ihr ihnen ihre Länder klaut und ihre Existenzgrundlagen immer weiter beschneidet? Dieses System ist der größte Betrug in der Geschichte der Menschheit. Und die Menschen werden sich erheben, denn die Wahrheit wird immer siegen. Ich möchte gar nicht wissen, wie ein System heißt, welches von Banken kontrolliert wird. Leben wir mittlerweile in einer Bankendiktatur oder vielleicht sogar in einem Bankenfaschismus? Ihr lieben Menschen, das sind alles keine Neuigkeiten. Und ich könnte die Liste beliebig verlängern. Gründe, um auf die Straße zu gehen, gibt es Dutzende, wenn nicht Hunderte. Traut euch, bitte. Traut euch für eure Kinder und für eure Enkel.
Wer die Wahrheit kennt und nichts tut, ist ein Verbrecher. Der Spruch ist nicht von mir, aber er stimmt sowas von. Und ihr Lieben, ihr wisst viel über Lügen in der jüngeren und älteren Geschichte. Lügen über Kriege wie Irak, Afghanistan, Syrien, aktuell die Ukraine. Lügen über Terroranschläge, Lüge von Politikern, Lügen von Medien, Lügen von Konzernen, Lügen von so vielen Menschen, die Macht haben und sie so schändlich missbrauchen. Reichen all die Gründe nicht? Hunderttausende von Menschen sterben jedes Jahr auf Grundlage von diesen Lügen und der Tatsache, dass die normalen Menschen und die Natur der großen Konzerne und Politikern dieser Welt scheißegal sind. Nur weil ihr es meistens nicht direkt mitbekommt, außer ein Pharmakonzern wirft mal wieder so etwas wie Contagan auf den Markt, ein Atomkraftwerk fliegt in die Luft, eine Ölplattform versinkt im Meer oder ihr seht Kriege im Fernsehen. Was wollt ihr diesem System noch alles durchgehen lassen, bis ihr ihm nicht mehr traut? Wo ist eure Grenze des Vertretbaren? Eins sage ich euch, meine ist überschritten. Wir sind alle Menschen und deshalb wollen wir alle Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Und deshalb müssen alle Menschen zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit gemeinsam auf die Straße gehen. Lasst uns dem Rest der Welt zeigen, dass er uns nicht egal ist. Lasst uns aus Deutschland eine Welle der globalen Veränderungen bewirken. Wir können für viele Menschen auf der Welt ein Vorbild sein. Lasst es eine Bewegung sein, die den ganzen Planeten überrollen wird. Eine Bewegung für die Rechte aller Menschen auf dieser Erde. Danke. Sehr schön. Haben wir noch einen Redner?